Ja, moin, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben Maps gemacht, wir haben ein paar Items gefunden, vor allem ein Arena Cave wieder. Und jetzt machen wir die Kampagne weiter, aber ich habe jetzt gerade hier kein Exit. Wir sind ein Portal, nein, nicht den Golem wieder beschwören. Portal. Das ist nicht R, sondern T drücken. Jo. Ich habe gut geschlafen, also ich habe die vorige Aufnahme vorher noch gemacht und gemerkt, ja, ich bin eigentlich sehr ziemlich fit. Ein paar Sachen erzählt und ich habe... Okay. Hier hin. Ich habe, ja, auch ziemlich viel... Ja. Sozusagen erzählt, also das hat mich ein bisschen fit gemacht. Also, ich denke, in diesem Part werde ich auch wieder ein bisschen erzählen, was die Menschen so, ja, ein bisschen komisch, also ja, wie sich die Menschen halt so gewandelt haben in letzter Zeit. Dieses Toxische habe ich doch erzählt, wieso die Menschen eben so toxisch sein müssen, also ja. Zum Beispiel eben auf YouTube habe ich längere Zeit einfach nicht so viele Abonnenten bekommen. Es war sehr schwer für mich, den Kanal überhaupt wieder ein bisschen werbendlich aufzumotzen. Weil ich ja keine Werbung mache, nur über die Videos Werbung mache. Oder? Also nicht sage, abonniert euch mich oder so Sachen, sondern es einfach mache. Und es ging relativ lange. Wie kann ich das? Wie kann ich rausgehen, wenn da alle Golems, der Golem noch im Weg war und da ist, konnte ich nicht weg transplanten. Ah, solche Sachen, solche Spells, die so viel zu stark sind. Ey, das nervt. Also, eben, dass ich halt einfach keinen Einfluss habe, weil ich keine Werbung mache. Und da kamen immer wieder Leute, die meinten, sie müssen in die Kommentare schreiben, irgendwelche Sachen wie: Ja, mein Kanal ist besser als deiner. Oh, du bist aber nicht gerade qualitativ gut. Oh, du hast irgendwelche Probleme mit deinem Kopf oder so. Da denke ich mir einfach nur, wieso machen das Leute? Gehen die wirklich auf die Kleinen, damit sie irgendwie ankommen? Oder wollen sie einfach bei Kleinen Werbung machen und negativ sich... zeigen, damit sie wenigstens etwas machen und nicht so aufmerksam bekommen, also entweder aufmerksam bekommen oder sie einfach freileben, ohne dass es wirklich... Wie soll man diesen Angriff überhaupt ausweichen? Das ist man sofort wieder tot. Scheiße, sind diese Minions hier OP. Vor allem, wieso gehen die Minions dann immer sofort auf mich, wenn ich nicht der Vorderste bin? Also, was sind das für OP Minions? Was soll ich bitte mit gegen die machen? Wie viel Schaden machen die? 200.000 mal mehr als andere. So ein Scheiße. Die balancen einfach das Game nicht, wenn sie irgendwie einen Akt frau. Also wenn jetzt der neue, der achte Akt, der so Mitte Mai mit 0.7.8 kommt, dann wirklich auch so Balancing-Schwierigkeiten haben, dann meide ich solche Gebiete, zwei, drei Patches. Also es kann doch nicht sein, dass jetzt dieses Gebiet, wann ist es rausgekommen? Januar? Oder Dezember schon? So Balancing-Schwierigkeiten hat. Ich bin doch nicht der OP, der zäheste Bild. Ich möchte trotzdem aber auch ein bisschen aushalten. Etwas. Nur, es gibt so wenige Items, die defensiv mich machen können. Das ist meistens über die Fähigkeiten, über die Passiven. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich mache mal einen Punkt hier rein. So, und ein Magier. Ah, ich habe ja den Magier schon geschworen. Ja, also das ist wieder so wie ich. Ja. Die Skelette bekommen fast keinen Schaden. Habe ich denn so wenig Cold-Resistenz plötzlich wieder? Ich habe eigentlich sehr viel Cold-Resistenz. 42% Negation.
Ich verstehe nicht. Ich verstehe manchmal das Balancing in diesem Game leider nicht. Also was wollen die Entwickler machen, damit sie... die machen gar nichts im Balancing scheinbar. Das ist Qualitätsteam, also ein paar Leute aus dem Entwicklerstudio, die Qualität machen, fehlen noch. Das ist das Problem. Das Entwicklerstudio ist gar noch nicht so weit, dass wirklich die Qualität steigt. Also wirklich das Balancing und so sich steigen kann auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen alle einfach neue Maps machen, neue Fähigkeiten und so Sachen, aber kümmern sich nicht ums Balancing. Ich finde das ein bisschen doof. Also das Balancing wurde schon viel besser als am Anfang von der Beta oder Alpha oder so. Aber ja, es hinkt extremst hinterher leider. Es macht zwar das Spiel nicht schlecht, aber einfach unfair. Also das Spiel ist immer noch für mich mega gut, nur eben das Balancing geht mir so auf den Zeiger. Das ist einfach so das extreme Kritik. Das Vorzeigeschild, was da aus der Epoche einfach falsch macht. Ja, du machst. Also, ein Boss hält wieder nichts aus. Aber so diesen Mega 4. Weiß auch nicht. Es sind Eis. Es sind Eistrolle. Aber halten so viel Feuer. Also, Feuerbälle aus. Wieso? Was ist der Grund, wieso die nicht anfällig sind? Okay, Tran... Farwood, okay. Ich habe irgendwas dran gelesen. Transwood. Transkontinental... kann ich mal kontinental aussprechen? Aus der Ferne, Wald. Ist wo? Ah, okay. So langsam kommen wir ins Endgame. Find Grail. Acquire a Bitterwing Fang from the Ice Caverns. Wo sind die Ice Caverns? Da. Wir müssen also nochmal zurück. Wir machen... dieses Gebiet hoffentlich noch in diesem Part. Also, wieso ist das Balancing in diesem Game noch so extrem anfällig? Also, dass man so oft immer wieder Gedanken hat, oh mein Gott, das könnte ein bisschen balanciert werden. Weil es kann doch nicht sein, dass Bilds 800 Arenen schafft und zum Beispiel dieser Bild nur 30. Es ist einfach es ist einfach unfair. Gegenüber Schlechten, oder? Die Guten sind einfach zu unfair gegenüber den Schlechten. Und das Gegner einfach mega Damage machen manchmal. Und manchmal auch gar nicht schaden. Also zum Beispiel diese Ansturm ist viel zu schwach. Ich werde immer wieder von diesen Anstürmen getroffen. Ich bekomme aber kein Damage. Aber wieso bekomme ich dann 100.000 Mal Damage bei Bossen? Bei starken Gegnern mit Spells. Oh, echt stark. Wow. Ja, eben, Minions stark in diesem Bild, aber defensiv ist schwach. Das ist schade. Man muss also die Necromancer defensiver machen und viele Health-Spells und defensive Builds weniger zäh, weniger stark. Das muss leider endlich mal gemacht werden. Ja gut, ist noch eine Beta, also eigentlich muss ich ja gar nicht so böse sein, aber man erwartet ja auch in einer Beta schon, dass man ziemlich ein balanciertes Game hat. Das ist einfach Pflicht. Weil die Spieler können es spielen oder wollen es spielen. Und sollten die Spieler nicht betrogen werden, indem man einfach das Balancing ignoriert oder gar nicht erst so richtig lösen kann, weil man so viele Einstellungen gemacht hat. Je mehr die Entwickler einstellen, desto schwerer ist auch das Balancing. Ja, neues Feature. Okay. Aber die Entwickler haben da einfach kein Balancing reingesteckt. Also Idole, kein einziges Balancing. Da gibt es immer Idole, die mega stark sind und andere, die mega schwach sind. Oder im Unix auch. Mega Balancing-Problem. Diese Armor, die runde Armor Mana gibt, ist zu OP für die meisten Bates, die sehr viel Mana brauchen. Also ich habe ja den Life Leech, also Drain Life Build gemacht
Und als ich die Rüstung getragen habe, hatte ich keine Mana-Probleme mehr. Nix mehr. Und das ist schon extremst. Diese Rüstung OP ist. Eine Armor ist ja auch sehr wichtig. Das deckt man diese Armor und hat dann, ja, einfach mal Unbesiegbarkeit gegen physischen Schaden. Ja, so ist das. Aber die Entwickler haben das eingebaut. Das ist jetzt dieselbe Schuld, dass sie so Probleme im Balancing haben. Nur, also, es kümmert ihnen zu wenig. Ich würde schon gerne wirklich den Entwicklern sagen können, dass man da etwas noch besser auf achten müsste. Das machen viele Spiele vor. Und den Entwicklern ist das ein bisschen egal, habe ich. Also sie können sie auch gar nicht so schnell machen, wie sie entwickeln, wie sie Spiele auch machen. Ja, so ist man schnell überfordert als Entwickler. Aber dennoch, es ist natürlich, ja, klar, Entwicklerstudio klein, Game groß, Fortschritt groß, Balance und Probleme groß. Das ist einfach, das ist der Lauf der Dinge. Aber ich würde ein Entwicklerstudio ganz anders planen. Ich mache den Qualitätstest. Ich zwinge den Entwicklern dann. Sie sollen auf die Qualität aufschauen, wenn sie etwas Tolles einbauen möchten. Also zum Beispiel, es gibt neue Idole, also die Idole werden jetzt neu. Also sind jetzt von 2 Patches gekommen, glaube ich. Also bei 0.7.6 waren die, glaube ich, gekommen. Und ja, ich könnte mich irren, aber ja. Ich meine einfach, dass ich da gerade gesehen habe, die Entwickler haben sich zu wenig Zeit genommen für die Idole. Die waren anfangs viel zu oft gedroppt. Die waren sehr schwach am Anfang. Und ja, zu wenig random. Und dann haben sie relativ schnell das da fixen können. Aber wieso nicht warten und zuerst fixen? Wieso, liebe Entwickler? Seid ihr denn so abhängig von alles, dass es schnell rauskommt? Ich glaube, sie werden ein bisschen gestresst von den Spielern. Ich glaube, die Entwickler sind viel zu gestresst. Also sieht man vor allem bei Path of Exe. Die Entwickler gar nicht mehr mitkommen mit den Ligen. Dass sehr wenig reinkommt pro Liga. Dass alles nicht balanciert ist, dass alles laggy ist, dass alles problematisch ist. Von der Geschwindigkeit zum Beispiel, dass man immer wieder Zeitprobleme hat in Path of Exe. Und so spiele ich Path of Exe nicht mehr. Genau so wie jetzt Delirium spiele ich Path of Exe nicht mehr. Es ist mir zu stressig, die ganze Zeit immer wieder Geschwindigkeit, Stress zu haben, also Zeitlimits zu haben. Oh Gott, das ist auch ein starker Angriff. Was ist denn das überhaupt für ein Angriff? Ich weiß es nicht. Also wir müssen jetzt wieder zurück. Ich will aber noch ein paar Gegner und ein bisschen die Höhle erkunden. Die Gebiete sind ja immer ziemlich gut zum Erkunden. Also man hat Spaß, sie zu erkunden. Und einfach die Quests sind halt immer so schnell weg. Die Quests sind immer sehr schnell gelöst in den verschiedenen Gebieten. Man kann jetzt gar nicht das ganze Gebiet immer anschauen. Also, aber... Pff. Mir gefällt ja das Spiel, aber es ist halt... Ihr kennt es, je besser ein Spiel ist für euch, desto mehr habt ihr auch diese Kanten, die euch betrüben. Und das ist es leider. Ich kann momentan halt einfach nicht mehr, also mal ein bisschen wütend zu sein. Weil es doch noch nicht so perfekt ist. Eben diese Spitze eines Diamanten. Also bin ich jetzt hier in dem Peral. Und ja. Spiel hat einfach auch wieder zu viel aus der Pocht, denke ich, dass ich dann auch immer wie nörgeln muss. Hat viel sehe. Muss jetzt hier hoch. Wieso sind die eigentlich blau? Ne, die sind gar nicht abgegeben. Hier oben ist es, okay. Jetzt habe ich schon gemeint, man sieht nicht mehr, dass die Quest abgeben sind, also wo man die Quest hinmachen muss. Aber es stimmt nicht, da oben ist er. Ist nicht so richtig sichtbar gewesen bei so wenig Map. Die Map sollte viel weiter zurückzoombar
sein. Ja, man kann nur hinzoomen, aber nicht mehr zurück. Also weiter weg. Hm. Okay. Dann machen wir doch mal hier noch einen rein. Ja, ich brauche jetzt nicht so unbedingt eher Defensive. Also Health ist ja schon bei 415, das ist eigentlich ziemlich hoch, oder? Für ein Glass Cannon Bild. Ja, es ist halt einfach ein Bild, wo Minions zäh macht und stark. Also, der eigene Charakter jetzt nicht so defensiv sein muss. Nur die Gegner sind halt immer zu mächtig mit den Angriffen. Dadurch muss man auch in diesem Spiel den Minion Master zäh machen. Und das ist gegen das Spiel, also gegen das Genre-typische Muster. Nur, Last Epoch macht da halt auch ein bisschen zu wenig, dass man auch stärker zäher werden kann als Necromanz. Man braucht ja die anderen Stats mehr. Ah, Bier wieder. Cool. Nehme ich nicht mehr. Kein Alkohol wieder. Und, ja. Man ist also gezwungen, den Minion-Masten nicht mehr so stark zu machen. Hat ab die Mittel nicht. Wie soll man die Mittel bekommen? Man muss alles defensiv craften oder gampeln? Nee. Also ich denke, bis Level 60 oder so werden wir halt immer sehr gleich kennen bleiben. Auf dann müssen wir halt einfach die Items benutzen, die zäher machen. Aber ich schaue ja schon die ganze Zeit, dass ich zäher werde. Eben, wenn man nichts findet, dann ist das Problem, dass man nicht zäher wird. Ah gut. Ich rede einfach zu viel etwas. Aber es betrifft halt einfach momentan echt. Wenn man zockt, dann ist man halt natürlich sehr fokussiert drauf. Aber wenn man zuschaut, jetzt nicht so. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen etwas anderes noch. Weil ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Also eben, ich finde es eben sehr toll, sage ich jetzt nochmals, dass ihr momentan so Aktivität bei mir zeigt. Es ist natürlich noch nicht die Aktivität, die ein ganz großer YouTuber hat. Aber immerhin, mal schreibt die Kommentare, schreibt das Video ein bisschen länger. Und tut da auch ein bisschen, ja, in den Kommentieren, Antworten, Tipps geben und so weiter. Ich habe in letzter Zeit viele Tipps bekommen. Die entweder eben über das Spiel ist oder halt eben, ja, was man kann man besser machen als Let's Player oder Livestreamer. Ich habe irgendwie das Gefühl, halt, ich bin einer, der relativ langsam redet. Und einfach nicht gerade so spannend für die verwöhnten Leute. Das ist klar. Aber für mich ist es auch schwieriger. Ich bin krank. Ich bin Schweizerdeutsch, die reden langsam. Und da Anerkennung zu bekommen, ging bei mir lange. Und immer wieder flachte das so ab, dass es eigentlich nicht mehr so viele Zuschauer gab oder sonst irgendwas. Und jetzt momentan ist es wieder einfach ein Fortschritt. Das ist geht wieder ein bisschen vorwärts. Also Abonnenten bekomme ich wenigstens über. Aufrufe jetzt noch nicht so viel mehr. Eher weniger als Anfangs April. Aber das war damals ja auch wegen den Minecraft-Server-Vorstellungen. Und wegen Last Epoch, der Beginn, dass ich wieder ein bisschen mehr Videos gemacht habe, haben viele als sehr toll empfunden. Aber wie kann ich schneller reden, wenn ich halt auch nicht so als sofort sehr schnell als ja, vordenken kann im Reden, weil ich ja die ganze Zeit eigentlich Schweizerdeutsch rede. Oder? Bin halt einfach sozusagen ein Außersprachlicher. Ich würde ja gerne den ganzen Tag immer nur Hochdeutsch reden. Nur in der Schweiz ist halt immer alles auch ein bisschen komisch, wenn ein Schweizerdeutscher Hochdeutsch redet oder Deutsch redet. Sagen halt immer Hochdeutsch zu allem, was Blockdeutsch ist. Und ja. Wie halt auch immer wieder verstehen, dass jemand einen anderen Akzent hat oder Dialekt.
Aber ich merke immer wieder mehr, ja, die Leute wollen nicht, dass ich als Schweizer so rede. Wieso? Weil es die Deutschen nicht kennen, solche Dialekte? Die kennen doch das auch. Also die Schwäbischen reden auch anders als die Sachsen. Oder? Als Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Menschen einfach immer nicht so weit im Kopf. Dass viele Menschen halt einfach nicht so schnell lernen, wie sie sollten. Aber es wurde ja gesagt, eigentlich sind die Menschen nicht dummer geworden. Sie wurden einfach anders fokussierter. Die Menschen werden gezwungen, einen Job zu verstehen und nicht die Welt. Die Menschen müssen auch lernen, während sie lernen, einen Job, auch die Welt zu verstehen. Oder Allgemeinwissen haben die meistens gar nicht mehr. Es existiert bei den meisten gar nicht mehr. Okay, was ist mit dem passiert? Der ist ein bisschen stockgefroren. Ja. Ja. So. Also, ich habe meinen Dialekt, denke ich mal, ein bisschen. Nicht so viel wie andere Schweizer. Also, wenn ich jetzt meinem Nachbarn sagen würde, ja, bitte let's play mal für mich. Ihr würdet ihn wahrscheinlich gar nicht verstehen können. Also, meinen Nachbarn redet so Solothurner Deutsch. Also, Dornach ist zwar im Baselland, also innen drin, aber nicht im Kanton Basel oder Baselland. Also, Baselstadt oder Baselland. Wir sind so eine Art, also, wir sind das Schwarzbubenland, Dorneck, Bezirk Dorneck. Und der ist inbegriffen in Basel, also ist eine Einhüllung drin. Und also der Kanton geht in das Baselland rein, richtig rein. Und deshalb sind wir Basler, haben aber einen Solothurner Schwarzbuben-Dialekt, einen anderen Dialekt als ringsum. Als Liestal, als Allersheim, als Münchenstein, als Pratteln und Muttens und als Baselstadt. Und wenn ich jetzt nach Baselstadt gehe, ich rede baselstädtisch. Das ist ganz komisch. Aber wenn ich jetzt hier rede, auch die anderen Leute, die reden alle Solothurnerdeutsch dann. Also, ja, Schwarzbubendeutsch. Das ist der Unterschied. Wir in der Schweiz, uns kümmert nicht, wie wir reden. Wir reden einfach so, wie das typisch ist in diesem Kanton. Also manche sind schon schwieriger. Zum Beispiel Berner Oberländer. Also dort, wo die Jungfrau ist, also diese Berge. Dort reden sie zum Beispiel so kompliziert, dass man als Basler gar nicht dort unten richtig sprechen kann. Oder Appenzell oder Zürich ist es nicht so schlimm. Luzern ist eher ein bisschen, also Obwalden, Nidwalden und Kanton Schwyz. Dort hat es zum Beispiel, die sagen so ein Du, sagen die Dui. Und das kann ein Basler einfach nicht gut aussprechen. Es ist so, viel zu schwer für uns, jetzt wirklich da auf das immer zu konzentrieren, oder? Heobera. Boria. Heobera. Wo ist das? Hallo. Heobera. Heobera. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo Heobera ist. Kann es sein, dass es noch nicht da ist? Ah, hier. Ja, das ist der Wald von Heobera. Und rechts hast du ja nicht. Ah, doch. Okay. Ich habe nichts gesehen. Ich habe es einfach nicht gelesen. Das ist Heobera. Okay. Ah, da unten. Schön. So, muss ich kurz schauen. Ja. Was? Noch 5 Minuten. Was tust du hier? Ja. Es ist mir einfach ein bisschen zu schwer, Englisch. Ich kann das irgendwie nicht so gut euch erzählen, was ich schreibe. Vor allem interessiert es mich jetzt noch nicht so. Ich brauche die deutsche Version zuerst. Portal? Ah, einfach wieder zurückgucken. Ins Ende der Zeit.
Und scheinbar geht es jetzt dann irgendwo anders los. Nach Patch 0.7.8. Aber das geht noch ein bisschen. Hier muss man noch mit einem reden rechts, okay. In letzter Zeit, immer wenn man durch ein Portal geht, ist man ein bisschen festgefroren. Das muss im nächsten Patch dann wieder gehen. Ah, jetzt wird auch wieder gesagt. Okay. Ja, wir sind fertig mit dem Spiel. Bis dahin. Und die nächsten kommen dann in den nächsten Updates, die nächsten Akte. Gut, jetzt will ich noch kurz schauen. Noch ein bisschen Zeit. Ob wir hier irgendwelche Items haben, die... Also das möchte ich ja auch noch inbegriffen haben. Ja, es reicht halt so nicht. Warte doch, es reicht so. Gut, dann haben wir das eigentlich gelöst. Crit-Chance, Crit-Chance. Zwei Crit-Chancen haben wir. Wir müssen noch mehr Crit-Chance für Minions haben. Ja, okay. Das ist zwar zäh. Ist besser. Okay, wir haben einen besseren Ring noch gefunden. Und... Minion Damage, Minion Mix, aber das ist ja das Amulett, das wir brauchen. Damit wir überhaupt so starke Crits machen, also dass Minion so starke Crits machen. Ist zu schwach und zu groß, hä? Schade. Aber kann man Idole auch decraften? Und craften? Das will ich jetzt mal schauen. Okay, da haben wir doch eins, was wir brauchen, rausgenommen. Ja, ich mache mal das mal raus. Das hier hoch. Das hier rüber. Dann haben wir noch einen Slot frei. Ich weiß nicht was. Was haben wir noch klein? Ja, nehmen wir einfach das. Warte. Ja, nehmen wir das. Gut, das Schatten ist auch nicht schlecht. Okay, Skelette sind gestorben. Ah ja, jetzt mache ich hier sowieso ein paar Ende und dann muss ich die ja nächstes Mal wieder beschwören. Ja. Es gibt einen Knopf, wo man craften kann. F, okay. Forge. Also diese Schnelltaste. So, nein, geht noch nicht. Okay, verstanden. Gut, dann verabschiede ich mich. Es gibt eben heute den ganzen Tag Livestreams. Last Epoch kommt sicher 2 oder 3, 4 Stunden. Und vielleicht Secret 2, ab vom GTA Online in der Community. Ich bedanke mich. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss. Oh, ich hab das ein bisschen verschoben.